Du willst kündigen, hast alles vorbereitet, freust dich drauf und stellst dann im Gespräch mit deinem Partner fest, dass er komplett dagegen ist und es überhaupt nicht verstehen kann, dass du kündigen möchtest. Wie du dich in so einer anstrengenden Situation verhältst und noch besser dafür sorgst, dass du gar nicht in so eine Situation kommst, erfährst du in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich unterstütze dich dabei, deine lukrative Alternative zum Lehrerberuf zu finden und souverän zu kündigen. In diesem Video gehen wir erst einmal darauf ein, wie es dazu kommt, dass es überhaupt zu so einer energiegeladenen und anstrengenden Situation hinsichtlich deines Partners kommt, der es überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass du kündigen möchtest. Und dann gehen wir darauf ein, was du tun kannst in so einer Situation. Natürlich sprechen wir auch darüber, was du tun kannst, damit es überhaupt nicht zu so einer anstrengenden Situation zwischen dir und deinem Partner kommt. Es kommt nämlich immer wieder vor, dass ich mit Lehrern und Beamten arbeite, die aktiv an ihrer Kündigung arbeiten und alles vorbereiten. Sie sind total glücklich, sind total froh. Und bei den letzten Schritten, also wenn es wirklich darum geht, dann den Antrag abgeben zu wollen, stellen sie fest, dass ihr Partner das überhaupt nicht nachvollziehen kann, total unverständlich darauf reagiert und vollkommen dagegen ist. Und das ist natürlich eine unangenehme Situation, das ist eine sehr energiegeladene Situation, geprägt von Angst, Unverständnis und natürlich auch von Vorwürfen. Denn es geht natürlich um eine große Veränderung und wenn dein Partner das nicht nachvollziehen kann, ist es natürlich sehr schwierig dann zu sagen, okay, du machst es und du kündigst trotzdem. Lass uns erstmal anschauen, was da gerade überhaupt in seinem Partner vorgeht, wie es überhaupt zu so einer Situation kommt. Und dann schauen wir uns an, wie du dich verhältst und was du tun kannst, damit es gar nicht so weit kommt. Also der erste Grund ist, warum überhaupt dein Partner so unverständlich darauf reagiert und gar kein Verständnis dafür hat, dass du kündigen möchtest, ist, dass du ihm nicht ausreichend genug oder deutlich genug gemacht hast, wie es dir überhaupt an der Schule geht. Und das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Und der zweite Punkt, der dafür sorgt, dass dein Vater das überhaupt nicht verstehen kann, dass du kündigen möchtest, ist, dass du ihn gar nicht einbezogen kannst, hast in diese Kündigungsvorbereitungen. Denn du bereitest dich vor, machst dies und jenes und dein Partner ist überhaupt nicht vorbereitet und ist dann auf einmal völlig schockiert. Und wenn du ihm sagst, so, ich will jetzt den Antrag auf Entlassung abgeben und denkt, hä, wieso, was, warum, was ist passiert? Was wird alles sich jetzt verändern und warum willst du das überhaupt machen? Der dritte Punkt ist, dass du deinem Partner nicht deutlich gemacht hast, dass du wirklich kündigen willst, dass das nicht nur so ein Gerede ist, so eine, ja, ich denke irgendwann vielleicht mal, sondern dass du es wirklich machen willst. Und somit nimmt er dich erstmal gar nicht richtig ernst, weil er nicht ernst nimmt, dass du es wirklich machen möchtest. Und ist dann natürlich auch wiederum schockiert, wenn du dann ankommst und sagst, doch, ich will das wirklich machen, es ist nicht nur Gerede. Der vierte Punkt ist, dass du und dein Partner völlig unterschiedliche Vorstellungen habt. Also du möchtest vielleicht kündigen und danach erstmal gar nichts machen oder einen Brückenjob nachgehen. Schau dir hierzu dieses Video hier oben an. Und dein Partner sagt, nee, nichts mit Brückenjob und nichts machen, sondern erst wirklich einen Plan haben für die nächsten x Jahre und konkret wissen, was du wann wie machst und dann ist es gut zu kündigen. Also da sind zwei völlig unterschiedliche Vorstellungen, was sein muss, damit du kündigen kannst. Der nächste Punkt, der dafür sorgt, dass es zu Konflikten kommt, ist, dass du bereit bist, ein paar Sachen nicht mehr einzukaufen, also wirklich so die Kosten zu reduzieren, die Ausgaben zu reduzieren, dass das für dich vollkommen okay ist, weil du sowieso das vielleicht schon immer machen wolltest und der Meinung gewesen bist, dass ihr viel zu viele Ausgaben habt. Dein Partner das überhaupt nicht so sieht und auch gar nicht bereit ist, auf irgendwelche Kosten zu reduzieren zu wollen oder verzichten zu wollen. Und dann entsteht natürlich wiederum ein Konflikt, weil ihr zwei völlig unterschiedliche Vorstellungen habt, wie es nach der Kündigung sein soll. Und natürlich auch zu dem Thema Ausgaben völlig unterschiedliche Vorstellungen habt. Und somit will dein Partner, dass du erstmal den Job X hast mit dem Einkommen X und dann kündigst und du sagst, nee, will ich nicht. Und da kommt es natürlich dann auch zu Konflikten. Der nächste Punkt, der dazu führt, dass es zu Konflikten kommen kann, ist, wenn du eine Vorstellung davon hast, was du danach machen möchtest. Beispielsweise willst du dich vielleicht selbstständig machen und dein Partner kann sich das überhaupt nicht vorstellen, dass du dich selbstständig machen willst, dass du damit auch noch Erfolg haben sollst. Das kann er sich überhaupt nicht vorstellen. Das tut natürlich sehr, sehr weh, wenn dann der eigene Partner einen das nicht zutraut, was man gerne machen möchte und eher dazu neigt zu sagen, hey, das schaffst du nicht, das
ist eine Nummer zu groß, das ist natürlich schmerzhaft, aber es ist auch irgendwo nachvollziehbar, denn du hast dich ja bisher so gezeigt, wie du ihm bist oder wie du dich ihm zeigen wolltest, also einen bestimmten Teil von dir gezeigt und nur diesen kennt dein Partner. Und jetzt willst du was vollkommen Neues machen und dann ist es auch nachvollziehbar, dass dein Partner erstmal etwas verwundert ist und nicht so genau weiß, also ist diese neue Idee, die du hast, ist es wirklich ein Teil von dir, kannst du es wirklich oder eben nicht. Also das ist auch nicht böse gemeint, das ist einfach schon erstmal auch für deinen Partner etwas vollkommen Neues, dich in einem ganz anderen Licht zu sehen als bisher. Also das sind so die Klassiker, die dafür sprechen oder die dazu führen, dass du mit deinem Partner in Konflikt bist, wenn es darum geht, dass du kündigen möchtest und dein Partner sagt, verstehe ich nicht, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und was du tun kannst, damit es gar nicht erstmal so weit kommt, weil das ist ja eigentlich das, was am allerwichtigsten ist, dass du zeitnah mit deinem Partner darüber sprichst, dass du kündigen willst, wie es dir in der Schule geht, wirklich ehrlich, offen, alles auf den Tisch legst und dass du ihm auch wirklich ernsthaft sagst, dass du kündigen willst, dass es nicht nur so Gerede ist. Das ist natürlich das, was du tun kannst, damit es überhaupt gar nicht so weit kommt, dass ihr in Konflikte seid und dass ihr ja, euch irgendwie nicht mehr richtig versteht und dass es dann eben zu einer energiegeladenen und anstrengenden Situation wird. So, wenn du jetzt aber schon mal in so einer Situation drin bist, dann solltest du jetzt wirklich alles offen darlegen. Das heißt, wirklich offen und ehrlich über deine Situation an der Schule sprechen, deine Gefühle, deine Gedanken, deine Wünsche, deine Träume sprechen und auch klar und deutlich machen, weshalb du kündigen möchtest, weshalb dir das wichtig ist und was du damit bezwecken willst. Dann ist es natürlich das wirklich Allerwichtigste, so schnell wie möglich zusammen einen Überblick über die Finanzen zu schaffen, weil darum geht es letztlich. Es geht um das Thema Geld und da solltet ihr beide zusammen euch hinsetzen und einen Überblick schaffen, was ist überhaupt vorhanden, was geht raus, was kommt rein und wie könnte das Ganze aussehen, wenn du dann kündigst und was muss reinkommen, also was musst du danach verdienen und was ist eigentlich möglich. Und da, schau dir hierzu dieses Video an, denn das ist echt wichtig. Und dann ist es auch wichtig, dass du selber daran arbeitest, dass du wirklich mit voller Überzeugung, mit voller Zuversicht und mit vollem Selbstvertrauen davon überzeugt bist, dass du nach der Kündigung gut Geld verdienen wirst, dass du Erfolge verbuchen wirst, dass du erfolgreich sein wirst. Weil wenn du das selber nicht bist, dann kannst du natürlich auf die Bedenken, Sorgen und Ängste deines Partners gar nicht eingehen. Das ist natürlich klar. Und es geht nun mal um das Thema Finanzen und da ist es wichtig, dass du selber wirklich so arbeitest, dass du das hast, dass du diese Überzeugung, dass du dieses komplette, hundertprozentige hast und sagen kannst, ich werde die Erfolge verbuchen, die ich verbuchen möchte. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wenn du das hast, wenn du das wirklich so machst, dann löst sich das nämlich auf, denn dann kannst du nämlich im nächsten Schritt hingehen und sagen, okay, dass sowohl du als auch dein Partner, dass ihr beide aufschreibt, was muss denn sein, damit beide zufrieden sind mit einer Kündigung. Und dann könnt ihr natürlich miteinander verhandeln, Kompromisse finden, sodass du dann tatsächlich auch kündigen kannst. Denn es ist ein Fehler zu sagen, du kündigst jetzt nicht, weil dein Partner das nicht gut findet. Das solltest du auf gar keinen Fall machen. Du solltest schon zu dir selber stehen, deine Wünsche ernst nehmen und hingehen und wirklich mit deinem Partner reden, sprechen und auch diese Konfrontation nicht aus dem Weg gehen, sondern wirklich hingehen, zu dir selber stehen und dafür sorgen, dass du oder dass ihr zusammen eine Lösung findet, sodass du auch wirklich kündigen kannst. Denn die Kündigung ist ja nicht einfach nur so. Du hast ja deine Gründe, weshalb du das machen möchtest. Dann solltest du die ernst nehmen. Genauso ist es ein Fehler zu kündigen, wenn dein Partner sagt, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, da gehe ich überhaupt nicht mit, das solltest du auch nicht tun. Denn das, was dann danach passiert ist, dass du dann ständig für jegliche Probleme, die dann auftauchen, die Schuld trägst. Dann heißt es immer, ja, jetzt können wir uns keinen Urlaub leisten, weil du ja kündigen musstest, jetzt können wir das nicht machen, weil du kündigen müsstest und das ist natürlich auch nicht so schön. Also deswegen wirklich mit dem Partner reden, sprechen, die Konfrontation nicht meiden, sondern hingehen und eine Lösung finden, sodass du machen kannst, was du machen möchtest. Viele haben Bedenken hinsichtlich dessen, dass es sein kann, dass es zu einer Scheidung kommt, zu einer Trennung kommt, dass die Beziehung endet aufgrund der Kündigung und meiden deswegen dieses Thema. Ich habe in den letzten Jahren also keine einzige Beziehung erlebt, die tatsächlich aufgrund der Kündigung geschieden, getrennt oder zerbrochen ist. Also das, also aufgrund dessen nicht, das auf gar keinen Fall. Also da müssen schon viele andere Sachen mit eine Rolle spielen. Deswegen kann ich wirklich sagen, sei beruhigt, sprich mit deinem Partner
Und es ist natürlich für deinen Partner ganz gut, wenn er weiß, was du danach machen willst. Also wenn du eine Alternative hast und wenn du eine berufliche Alternative hast, dann ist auch dein Partner zufriedener, glücklicher und gelassener und kann dich unterstützen. Deswegen schau dir auf jeden Fall diese Videos an, damit du deine Alternative findest zum Lehrerberuf und glücklich kündigen kannst. Ich wünsche dir natürlich wie immer viel Freude und Erfolg und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns wieder im nächsten Video sehen. Bis dahin wünsche ich dir natürlich einen wunderschönen Tag. Ciao.